sehr müde. Dann gehst du jetzt schlafen. So, Bretter, Bretter, Bretter. Ach du Scheiße. Ach so. Oh Gott, das eine ist Pavel. Das sind zwei. So, gut, Pavel, du gehst erstmal was essen. Komm, was essen. Ach nee, Pavel, du warst das ja. Quatsch. Du machst das. Du sollst was essen gehen, du hast Hunger. So, dann gucken wir, was die Typen hier vor der Tür wollen. Geht das Fenster, das Loch da oben zu? Ja. Wir leben mehrere Blöcke von hier entfernt. Wir haben gesehen, dass sie in diesem Gebäude Unterschlupf gefunden haben. Als Nachbarn wollten wir vorbeisehen und Hallo sagen. Wir haben Gemüse aus unserem Garten mitgebracht. Guten Appetit. Es ist ja alles in Ordnung. So weit, so gut. Wie oft hat man aber erlebt, dass gerade solche Situationen dazu beigetragen hat, dass man ausgekundschaftet wurde, ne? Gerade weil da auch wieder zwei Typen stehen. Der eine quatscht und der andere guckt, wie viele Leute sind hier. Und dann wundert man sich, wenn man dann ein, zwei, drei Tage später ausgeraubt wurde. Man sieht sich. Peace und lange Haare. So, da du müde bist, so, Ihmchen hat immer noch einen Kater. Das Loch hier oben ist jetzt, so wie ich sehe, auch. Okay, wir haben kein Holz. Holz könnte man aus Büchern machen, ne? War das nicht so? Ach nee, das konnte man aus Büchern. Das konnte. Okay. Ja, er hat noch einen Kater. Die beiden schlafen. Dann gehe ich hier nochmal runter, mach nochmal. Okay, es geht gar nicht mehr. Warum ist das hier so zum Viertel? Ich hab's vergessen. Ach, Zigaretten, ne? Also so blöd wie es klingt, aber ich finde es echt gut, dass man die Traurigkeit jetzt zumindest durch Alkohol wegkriegt.
Eine bessere Möglichkeit wäre es natürlich mit Musik hören. Man soll ja auch Konversation betreiben. Das haben wir ja auch schon mal probiert. Und das mit dem Teddy. Spielen. Wobei ich da mitbekommen habe, dass man hier die Werkstatt oder die Werkbank. Na. Dich. Dass man entweder hier Dissen hochpushen muss. Jetzt habe ich hier kein Sägeblatt mehr. Da sollten wir noch mal eins herstellen. Genau. Es ist gut, dass wir hier noch mal gewesen sind jetzt. Das ist mir entfallen. Gut. Messer. Ich stelle das einfach mal her. Man weiß ja nie. Es ist schade, dass man hier jetzt nicht sieht, was für ein Damage ein Messer oder eine Brechstange macht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine Schaufel zum Beispiel weniger Schaden anrichtet beim Zuschlagen als wie so eine Brechstange. Tut bestimmt mehr weh. Aber das wäre interessant gewesen, das hier einfach mal zu sehen. Hier ist nur Anzahl, benötigte Gegenstände. Und dann war es das auch schon. So. Nun steht er hier rum, hat noch einen Kater. Dann leg du dich mal hin. Bruno ist mit durch. Bruno setzt sich bestimmt hin und raucht eine. Wollen wir wetten? Bruno ist echt krass, der Typ. So aufstehen und erstmal eine Kippe. Wahnsinn. So, der Tag ist vorbei. Wir können uns schon mal gleich wieder Gedanken darüber machen. Marco hat immer noch einen Kater. Ja, es schaut im Moment recht gut aus. Es ist alles vorhanden. Nicht reichlich, aber es ist vorhanden. Wir können auf jeden Fall wieder mit Marco plündern gehen. Das freut mich. So, Pavel. Komm, wir stellen euch beide auf Wache. So, Baustelle waren wir jetzt. Hier ist ein ruhiges Haus. Das hatten wir aber auch schon. 86%. Stadtkrankenhaus. Es wurde mehrmals bombardiert, brannte und wurde wiederholt von Banditen geplündert. Trotzdem ist es noch in Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt immer noch Patienten auf und rettet Leben. Das ist vor allem Dr. Jeremy, einem renommierten Chirurgen, zu verdanken. Er bleibt standhaft und hält den anderen den Kurs. Da gehen wir mal hin. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wir nehmen mal hier einen mit und eine Bandage. Ich möchte das mal probieren. Vielleicht hat er ja Lebensmittel. Vielleicht hat er ja wirklich Lebensmittel. Brauchen wir eine Brechstange? Das nimmt immer so viel Platz weg. Was soll's? Auf geht's. Lieber ein bisschen mehr mitnehmen, davon profitieren. Ich brauche etwas frische Luft. So, hier geht's da schon mal wieder los. Es ist ein Hospital. Ich mach keinen Ärger. Keine Angst. Leg dich nicht mit mir an. Nein. Lass ihn mal gehen.
Okay, er setzt sich hier hin. Boah, das hat sich ja gelohnt. So, hier wollen wir aber nicht reingehen, da sitzt der Typ. Was zu essen, okay. Ich bin jetzt gespannt, wenn wir hier hochgehen. Zu spenden? Zu spenden, aber da haben wir es schon, seht ihr? So, was nehmen wir? Brechstange brauche ich nicht. Ist das sogar abhängig? Wie viel kann ich denn tragen? 1, 2, 3, 4. Ich habe 4 Plätze. Wer bist du? Gut. Die Patienten werden es zu schätzen wissen. Schön, schön. Jetzt haben wir noch einen Platz. Ich kann ja hier mal gucken gehen erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache. Unser Bestand geht zur Neige. Ja, das ist ja schön, dass der zur Neige geht. Mach doch gar nichts. Komm. Du musst weg da, du musst weg da. Du musst weg da. Der hat die Knarre. Und zum Ausgang. Weg, 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 weg. Komm! Der hat ein Messer jetzt nur noch. Oh. Mit Sicherheit schwer verletzt. Tag 16.
Hey, ich habe die Medikamente besorgt, aber ich brauche einige Bandagen, um die Blutung zu stopfen. Ja, kriegen wir hin, Digga, kriegen wir hin. Scheiße. Komm. Schwer verletzt. Okay, dann ess was und dann schlafen. Ja. Müde. Oh, zum Glück, wir sind da echt noch weggekommen. Der hätte uns jetzt definitiv massakriert. So, Bruno. Du wirst hier einfach schon mal gleich wieder hier Linsen kochen. Och nö. Also ich werde jetzt Marco auch nicht anfassen. Definitiv nicht. Hä? Nein, Pavel, du doch nicht.